Als ich klein war, war ich fasziniert von Helden. Ich wollte Bösewichte schnappen und die Welt retten. Als ich herausfand, dass Batman kein echter Beruf ist, entschloss ich mich dazu, Polizist zu werden. Doch im Laufe der Jahre musste ich herausfinden, dass der Unterschied zwischen Batman und der Polizei größer war, als ich dachte. Denn im Gegensatz zu Batman muss die Polizei nicht nur Bösewichte, sondern auch jede Menge unschuldige normale Menschen jagen. Und zwar Konsumenten illegaler Drogen. Illegale Drogen sind kein Randproblem, sie werden in Deutschland von Millionen Menschen quer durch die Gesellschaft konsumiert. Obwohl sie im Normalfall niemandem etwas antun, werden viele Drogenkonsumenten nervös, wenn sie Polizeibeamten begegnen. Wer kennt das nicht? Man findet ein paar Drogen, Mushrooms, und dann wird man das unangenehme Gefühl nicht los, dass die Polizei einen doch erwischen könnte. Hier kommen oft Cops vorbei. Lecker Mushrooms, ja. Oh, fuck, die Bullen! Los, weg von hier! Los, weg von hier! Wo sind diese scheiß Kiffer jetzt hin? Es riecht hier eindeutig nach Gras. Man sollte sich doch eigentlich eher sicher fühlen, wenn man den sogenannten Freund und Helfer sieht. In meinem Video, in welchem ich 15 Gründe für die Legalisierung von Drogen aufzähle, habe ich scheinbar einen entscheidenden Punkt vergessen. Eine Legalisierung würde das Vertrauen zur Polizei deutlich stärken. Die Polizei selbst kann gar nichts für diese Gesetze, sie müssen diese nur umsetzen. Und wenn sie es nicht machen würden, würde es ein anderer machen. Also ich bin jetzt keiner, der sagt... Dieses ganze ACAP-Getue finde ich ziemlich lächerlich. Glücklicherweise habe ich sogar bis heute jetzt nur positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Ich habe also prinzipiell nichts gegen die Polizei, sie ist ein wichtiger Bestandteil der Exekutiven. Womit ich aber ein ziemlich großes Problem habe, ist, wenn Polizisten, die im Bereich der Rauschgiftkriminalität arbeiten, denken, dass sie mit ihrer Arbeit irgendwas erreichen. Wie zum Beispiel diese beiden Herren aus der Reportage mit dem Titel Drogencops. Aus meiner Sicht ist Cannabis, Marihuana keine weiche Droge mehr. Denn was passiert denn letzten Endes? Der 16-Jährige geht los und besorgt sich Marihuana, kifft, kommt morgens nicht mehr aus dem Bett, geht zu seinem Dealer, hör mal, ich bin immer so müde nach dem Konsum. Oh, sagt der, da habe ich was für dich. Ist ja so ein weißes Zeug, dann nehmen wir mal Speed, da bist du wieder gut drauf, da bist du wach dann. Und schwupps bin ich schon bei den harten Drogen. Ich verstehe nicht, wie man so einem Job nachgehen kann, ohne dass man sich irgendwie darüber informiert, was man da genau macht und was das für Auswirkungen hat. Das ist, als würde man bei McDonald's arbeiten, ohne zu wissen, dass Burger aus Tieren bestehen. Analysieren wir mal, wie falsch die Aussage des Polizisten war. Er sagt, dass Cannabis eine harte Droge ist, weil man durch sie an eine harte Droge gelangen kann? What? Ein langsames Auto ist auch ein schnelles Auto, weil manche, die mal mit einem Bobbycar rumgefahren sind, sich dann später einen Tesla gekauft haben. Gleiche Logik. Aus Neugier habe ich auf Facebook gefragt, wie häufig es tatsächlich vorkommt, dass Grasdealer einem härtere Drogen anbieten. Die überwältigende Mehrheit verneinte dies. Viele Leute meinten zu dem Thema sogar, Metal-Leute, Etzeler, herzlich willkommen beim Drachen. Ach fuck, ich hätte das Hinzufügen von eigenen Antwortmöglichkeiten aufstellen sollen. Nur 2-5% von Cannabiskonsumenten steigen laut zahlreicher Studien auf sogenannte härtere Drogen um. Dieser Experte ist offensichtlich aller Ernstes der Meinung, dass das bei nahezu jedem Cannabiskonsumenten der Fall ist. Also wenn jetzt 90% der Cannabiskonsumenten später auch Speed nehmen würden, würde ich der Aussage zu einem gewissen Grad noch zustimmen. Aber so ist es einfach uninformierter Nonsens. Also wir müssen schon einen Deckel draufhalten, den Daumen draufhalten, sonst explodiert das einfach. Ja, haltet mal euren Daumen drauf. Irgendwann werdet ihr merken, dass ihr mit eurem Daumen kein kleines Leck in einer Flasche abdeckt, sondern dass ihr versucht, mit eurem Daumen einen Hurricane abzuhalten. Für jeden Dealer, der verhaftet wird, kommt einer nach oder andere Dealer erweitern dadurch ihr Revier. Ich weiß, ich sage es verdammt oft, aber nochmal für die neuen Zuschauer. In Ländern wie Portugal oder Holland gibt es nicht mehr Drogensüchtige oder Drogentote, obwohl da fast gar nicht gegen Drogenkonsum durch die Polizei vorgegangen wird. Kurz gesagt, Drogencops sind einfach nur pure Steuergeldverschwendung. Man kommt in dieser Szene unfassbar schnell in Kontakt mit Personen, die Drogen konsumieren. Ja, deshalb ist das auch so unglaublich wichtig zu signalisieren, dass die Polizei da sehr wohl hinguckt und dass man diese ganze Sache eigentlich ächten muss. Und dass mit dem Drogenkonsum eben nicht nur Party einhergeht und dass man nicht nur sich besonders toll fühlt, wenn man Amphetamine konsumiert, sondern dass man sich dadurch in den Ruin treiben kann. Aha, und dass man sich damit in den Ruin treiben kann, lernt man dadurch, dass die Polizei vor Ort ist und einem die Drogen abnimmt. Ich werde jetzt Drogen nehmen! Halt, stopp!
Sie sind verhaftet! Ah, danke Polizei. Jetzt weiß ich, dass Drogen schlecht für den Körper sind und einen in den Ruin treiben können. Vorher bin ich nicht auf sowas gekommen. Es ist richtig, dass Drogen durchaus zum Ruin führen können. Die meisten Konsumenten bleiben aber vom Ruin verschont. Vor allem, wenn das erwachsene Menschen weit über 20 machen. Eine solche Polizeikontrolle kann einen aber viel eher zum Ruin treiben als die eigentlichen Drogen. Hier passende Ausschnitte dazu aus anderen Dokus. Diese 0,6 Gramm haben meine Existenz zerstört, ja. Wenn man im Arbeitsverhältnis steht und hat dann keine Arbeit mehr. 20 Tage, / Tagessätze sind 4 Monate Gefängnis. Ich pflege meine Mutter komplett alleine mit meiner Schwester. Und wäre ich 4 Monate im Gefängnis, wäre meine Mutter bestraft, meine Schwester bestraft. Ich habe tatsächlich einen Strafbefehl bekommen für den Besitz von 0,02 Gramm Marihuana. Und dafür soll ich jetzt 1260 Euro Strafe zahlen. Du warst im gleichen Trakt mit Frauen, die Kinderpornos mitgedreht haben und einen umgebracht haben. Es war für mich die Hölle auf Erden. Wegen 9,9 Gramm. Cannabis. Ich habe niemanden geschadet und habe hier drin hocken müssen. Hey, du nimmst Drogen, die zerstören dein Leben! Nee, eigentlich nicht. Ich habe einen guten Job, eine heiße Freundin, 3 wunderbare Kinder, eine Frau, die mich liebt und mir immer was zu essen macht, Elektrostelzen. Was? Drogen zerstören nicht dein Leben? Kein Problem, wir von der Polizei übernehmen das gerne. Wir sind mit ca. 400 Einsatzkräften einschließlich der Bundespolizei im Einsatz. Das ist eine Art von Veranstaltung, die eine gewisse Drogenaffinität hat. Und da versuchen wir mit geeigneten Maßnahmen dem zu begegnen. Ja, das sind mit Sicherheit die geeigneten Maßnahmen, die voll viel bringen. Als ich für dieses Video recherchiert habe, habe ich mir extrem viele Drogencop-Dokus angeschaut. Und es ist einfach lachhaft, wie ernst die alle ihren Job nehmen. Schaut euch einfach diese Blicke an. Ich will damit nicht sagen, dass kein Dealer eine Verhaftung verdient. Nicht jeder Dealer ist der freundliche Nachbar mit einer Hanfpflanze im Garten. Es gibt gangstermäßige Dealer, die Gewalt ausüben. Es gibt Dealer und Süchtige, die ihre Kinder vernachlässigen. Es braucht aber hierfür keine Drogencops, um solchen Leuten nachzugehen, weil Dinge wie Gewalt oder Misshandlung von Schutzbefohlenen so oder so auch Straftaten sind. Wer direkt davon ausgeht, dass jeder Dealer ein Bösewicht ist, müsste auch davon ausgehen, dass ein Barkeeper böse ist, weil er Alkohol ausschenkt. Aber gegen solche Drogen scheinen die Drogencops wohl nichts zu haben. Begreifen sie denn nicht, dass Alkohol ihr Leben ruinieren kann? Ein ganzer Kasten, ist das überhaupt noch Eigenbedarf? Liebe Polizei, im Angesicht dieser Tatsachen empfehle ich euch, euren Job im Bereich der Drogendelikte nicht allzu ernst zu nehmen. Ihr erreicht damit nichts. Keinen Menschen interessiert es, wenn ihr mal ein Auge zudrückt und irgendwelche harmlosen Konsumenten gehen lasst. Wenn ihr bei einer Hausdurchsuchung mal was überseht. Setzt euch gegen diese Gesetze ein und werdet somit wieder zu den Helden, die ich als Kind dachte, dass ihr seid. Helden der Gerechtigkeit. Wenn euch meine Worte nicht überzeugen konnten, dann vielleicht die Worte von Menschen, die selbst auch Polizisten sind oder waren. Die Drogenpolitik, die auf Strafverfolgung beruht, ist gescheitert. Wir bekämpfen im Ergebnis nicht die organisierte Kriminalität, sondern wir bekämpfen als Polizei die Konsumenten. Ich habe die Zahlen gerade genannt. 75% aller registrierten Delikte bei der Polizei sind Konsumentendelikte. Ich war insgesamt ca. 10 Jahre bei Drogenfahndung und aufgegeben habe ich eigentlich, weil ich wollte, wenn dann Drogendealer fangen und nicht kleine Kiffer anzeigen, um die Statistik hochzuhalten. Was passiert, wenn so ein Verbot, eine Strafandrohung wegfällt? Werden dann mehr Menschen Cannabis konsumieren? Und Fakt ist nun mal, dass gerade das Einstiegsalter in den Cannabiskonsum, seit es eine Jugendschutzregelung für Coffeeshops gibt, angestiegen ist. Also holländische Jugendliche konsumieren heute später Cannabis als deutsche Jugendliche, wo wir ein generelles Verbot haben. Das Verbot ist überhaupt nicht wirksam. Ein Crystal-Konsument, jemand, der so irre ist, Crystal zu konsumieren, lässt sich von einer Strafanzeige heutzutage nicht abstreichen. Wie oft hast du als Polizist schon Kiffer hochgenommen? Bestimmt an die 100 Mal. Was hast du dann für ein Gefühl dabei? Also ein schlechtes. Die Menschen unterscheidet doch nicht viel von denen, die abends ein Bierchen trinken. Nutzt so ein Verbot irgendwas? Hältst die Menschen davon ab, Cannabis zu nehmen? In den 45 Jahren haben wir mehr als 50 Millionen Arrests für non-violent drug offenses. And we've done everything we can possibly do to destroy the lives of the people we arrest. I felt so bad about my role in implementing the war on drugs. Felt so bad about the fact that
About 1,000 young people went to prison as a direct result of what I had done out there as one undercover agent. Legalization of drugs is not about the drugs. It is about the gangsterism and terrorism that is supported by the illegal marketplace in this country. It is not the war on drugs. It has put police in a war against their people. My 30 some odd years of being in law enforcement, obviously didn't always have the position that I have now of wanting to end the war on drugs. I used to be a police officer who was very much ill-informed. Our training teaches us that people who use drugs are not really good people. But if we want to bring police and community together, we have to remove the most significant barrier in between the us and them mentality, and that is our drug policies. You see the failure of it. We've been doing this for over 40 years since Nixon kicked it off, and the drugs are more available, pure quality, and cheaper than they've ever been before on the streets of America. Plus, we've destroyed more lives than the drugs have by incarcerating people and hanging felony convictions on them, and denying them college educations, denying them jobs, for no good reason. We have gotten 50% of the adult cigarette smokers to quit smoking in the last 10 years without banning one cigarette, without burning or poisoning one tobacco field. Prohibition doesn't work. Wow. You have to excuse me, because when I go here, I think about all of those things that I've done throughout my years, and I'm sorry for getting off a little bit, but I think about all of those things that I've done throughout my years that I'm not proud of today. Schickt das Video euren konservativen Polizistenfreunden. Es sollten wirklich möglichst viele Polizisten sehen, damit sie ihre Sicht auf die Dinge ändern. Grüße auch an dieser Stelle an alle Polizisten und die, die Polizisten werden wollen, die meine Videos gerne schauen. Ich weiß, es gibt euch, habe welche von euch schon im Real Life kennenlernen dürfen. Was ist denn da los? Hey, auf den Boden! Hey, gehen Sie auf den Boden! Die